Wo ist mein Glowstone? Einfach verpufft oder was ist da passiert? Der schmilzt gar nicht. Warum? Okay, wait, what? Okay, das ist vielleicht jetzt ein Problem. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Quaid Above and Beyond. Und heute sind wir zurück auf in meinem kleinen Häuschen. Ich habe jetzt nochmal, wie versprochen, die Wände hier zugemacht und festgestellt, dass ich die kleinen inneren Rahmen bei meinen Fenstern vergessen habe. Das habe ich jetzt überall nachgeholt, bis auf dahinter, weil da komme ich ja nicht ran und das ist auch scheißegal. Und das sieht man nur von drinnen, weil es ist nur von drinnen dieser Rand ist. Anyway. Und heute möchte ich gerne den letzten Rest von hier nehmen und nach hier drinnen schmeißen. Ich habe nochmal ganz kurz hier die Storage umgebaut. Ich habe nämlich jetzt also nochmal eins runtergesetzt und das sieht so nochmal viel besser aus. Unten drunter ist eigentlich nichts, außer eben der Kollege. Und ja, das sieht jetzt schon mal deutlich besser aus als vorher. Lassen wir also so. Und wir müssen, bevor wir irgendwas machen, müssen wir erstmal ganz kurz den Rotation Speed Controller reparieren. Und ich bin ja auch ein bisschen doof, ne? Ich habe jetzt den hier weggenommen, anstatt, ne, den zu benutzen. Das hier wäre deutlich sinnvoller gewesen, weil der hier ist hier eh meistens aus. Ich Depp. Also machen wir den mal ganz kurz hier weg und bauen den mal da drüben hin kurz. Und können dann trotzdem, wir bauen trotzdem einen neuen, stellen ihn dann hin und dann passt das schon. So, den dorthin gestellt, einmal gedreht und dann jetzt das Zahnrad drauf. So, die Richtung stimmt auf jeden Fall schon mal. Ich würde vielleicht mal die Geschwindigkeit runterregeln auf 8, ne? 4. Und wir könnten mal vielleicht hier soll man das Besten reinpacken. Denn so langsam aus sich gehen mir die Algenbricks aus. Zack. Da sind wir runter auf 8 Stacks. Das ist natürlich nicht verkraftbar. So, das ist ein bisschen langsam, wa? Ja, das ist ein bisschen lahmarschig. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Hatte ich 16? Wir schrauben hoch, wir schrauben es so schnell wie es geht, oder? Ab wann ist er overstressed? Okay. Okay, jetzt ist zu viel. 96, 80. 80 ist Max, okay. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt eben das jetzt. Wenn ich den anderen wieder anklemme, dann wird es vermutlich nicht reichen ganz, aber es ist ja egal. Oh boy. Ja, okay. Okay, okay. Aber das wird. Okay. Der ist ja sowieso. Die Dinge bleiben so schnell, wie sie sind. Der ist ja nicht davon angetrieben, der ist ja angetrieben von dem Ding in der Mitte, ne? Genau. Denn nur dieses Setup hier und da ist im Grunde alles relativ normal. Ja. Der ist auch voll, genau. Okay, okay. Wir sitzen hier aus mit den Dingern. Okay, die dürften wahrscheinlich sehr bald alle werden. Das macht aber nichts. Anyway,
Wir brauchen jetzt die Bronzemaschine, die wir mal als erstes machen. Und dazu müssen wir diese neuen Dinger gießen hier. Die brauchen die Bronzemaschine. Ups, Gott, Jesus. So. Maschine. Oh Gott. War das die Brassmaschine? Es ist die Brassmaschine, die wir brauchen. Entschuldigung. Und die braucht, also das Brass-Casing ist ja kein Problem, aber die Precision-Geschichte, die brauchen wir jetzt wieder. Und dazu müssen wir jetzt diese Elektronentubes wieder herstellen. Das heißt, auf Rosenquarz das Eisengießen. Den Eisengießer habe ich da draußen noch zu hängen. Der hing ja vorher an der Smeltery. Die ist ja nun weg. Warum fliegt hier eine Kiste rum? Okay. Ach ja, das war der ehemalige Brennofen. So, das kann weg. Und hier müssen wir jetzt einmal das geschmolzene Eisen rausziehen. Und nochmal neu machen. Dazu können wir jetzt aber die Fluid Cell wieder benutzen. Die sollte das ja dann für uns regeln. Brauche ich ganz kurz ein Nickel Gear. Und dann jetzt eine Fluid Cell. Ich habe übrigens mal das Holz rausgezogen und so weiter, da hinten. Das können wir dann besser verkaufen und aktuell haben wir ein bisschen Platz, von daher passt das. So, die Fluids und die müssen wir jetzt upgraden zur der Geschichte. Da brauche ich jetzt nur noch den Spaß hier, okay. Zack. So. Die Fluids jetzt daran pappen und Auto-Input, dann zieht er den nämlich leer. Genau, sehr gut. Können wir den Spaß da wegziehen und dann brauchen wir auch keine Pumpe und nichts mehr, sondern das macht ihr ja von alleine. Also rausgießen macht ihr sowieso alleine. Wir müssen halt eben nur den Fluid-Tank da regelmäßig ranpappen. Das machen wir mal nicht hier neben, weil wir da jetzt das eventuell dann das Problem machen könnte. Und vielleicht brauchen wir ja noch ein bisschen mehr. Wir klemmen das mal einfach hier an und fertig. So, da haben wir hier den Spout. Da haben wir das Depot. Und hier neben dann einfach die Fluidzelle und fertig. So, die jetzt auf Auto-Output. Und fertig. Und jetzt können wir hier Sachen reingießen. Die werden dann übertragen in den Spout und fertig. Easy peasy. Dann lassen Sie jetzt mal ein paar von den Rosenquarz-Dingern machen. Da brauche ich jetzt 16, ne, für eine Maschine. Müssen wir also ein bisschen Rosenquarz produzieren. Okay. War das so, ne? 8 von denen. Und dann müssen wir das so, 2 von denen brauchen wir dafür. Das ist der polierte Rosenquarz. Normaler Rosenquarz, natürlich. Okay. Wie heißen die Dinger wieder? Das waren die Elektron-Tubes. Habe ich da welche über? Nee, ne? Nee. Habe ich Rosenquarz über? Habe ich auch nicht. Okay. Dann los. Der Rosenquarz. Da nutzen wir. Was haben wir an Quarz aktuell da gerade? Ja, nutzen wir den Certus Quarz, davon haben wir am meisten. 16 mal Rosenquarz. Schleifen und mit Eisen begießen. Brauchen wir das Sandpapier. Und dann einmal los. Ja, der kann ja schon anfangen hier. Genau, das Gießen macht er komplett automatisch. Muss ich mich also nicht drum kümmern. Wir brauchen noch ein bisschen Sandpapier. Das ist dasselbe, nur in roter. Okay, das ist in dem Fall egal. Papier, Sand, Sandpapier, Leifen. Es ist schon krass, wie schnell das hier alles einfacher wird, oder? Noch mehr Sandpapier. Zack. Okay. Da haben wir unsere 16 Stück. Okay, der wird langsam leer, aber das passt noch. Ja, das passt.
Okay. Jetzt haben wir die Jungs. Die geben wir dem jetzt in die Hand. So. Und dann braucht es die normalen, ne? Genau, die kinetischen Maschinen. Also 8 kinetische Maschinen. Davon habe ich jetzt ein paar da. So ist ja nicht. Die packen wir jetzt da drauf. Und schalten den Spaß mal ein. Da noch, genau, hier habe ich ein bisschen String gemacht aus Flachs, weil ich hatte ein bisschen Flachs über. Dachte mir, das ist vielleicht sinnvoll. So. Den aus, den ein. Dann Finger den Spaß mal. Ja. Oh, der war schon. Oh, jetzt müssen wir. Ja. Ich erinnere mich. Da müssen wir jetzt hier einzeln durch hier. Da war ja was. Das gleiche dann mit dem Schraubenzieher nochmal. Das muss auf jeden Fall automatisiert werden später. Denn das ist ganz schön nervig. So, das ist der letzte, ne? Genau. Okay. Jetzt wollen wir den Schraubenzieher. Zack. Geben dem den in die Hand. So. Und jetzt, genau, jetzt können wir die Bronze-Dinger. Und man könnte jetzt mit Filtern und Hoppern und Dings arbeiten, etc. Aber das ist ja sowieso nur eine Zwischenlösung hier. Langfristig müssen wir das sowieso komplett automatisieren. Das heißt also, das machen wir dann schon, wenn es soweit ist. Aber jetzt muss jetzt mal, bis jetzt reicht das ja auch aus. So. Ich werde nochmal den Stirling-Generator übrigens hier mit draufstellen. Denn wir brauchen ja weiterhin Strom, regelmäßig. Und ich habe ja weiterhin zu viel Zeug. Den Stirling-Generator drehen wir nach unten. Nach unten, habe ich gesagt. Nach unten. Okay. Okay, Moment. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Oben drauf eine Chute. Und da oben drauf dann das Barrel. Moment. Das Problem lösen wir gleich mal. Den da drauf und wieder weg. So, und jetzt nochmal weg den Spaß. Und stattdessen den so dran. Hä? Okay. Okay, what? Was passiert da gerade? Moment. Das ist so nicht original. Ich möchte bitte, dass der da unten sagt. Es wird doch wohl drin sein, oder was? Okay. Das ist schon mal falsch rum. Es dreht er sich gar nicht mehr. Was soll denn jetzt der Blödsinn? Kollege! Oh, da war es gerade. Jetzt, so rum ist richtig. Perfekt. So, und da oben hauen wir jetzt den Blödsinn rein. Mit den Sachen, die wir zu viel haben. In dem Fall halt eben Sepplinge und Sticks. Okay. So. Man kann jetzt das Zeug produzieren und verarbeiten. Und wir werden hier jetzt auch dann die Upgrades reinpacken. So, die Energieproduktion sollte jetzt auf das Minimale runtergefahren werden, genau. Und wir geben dem mal noch einen
Lever. Okay. Dass wir dann da das auch ausschalten können. Genauso ist mit der. Ich habe auch den Lava-Dynamo schon ausgeschaltet. Geht natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, passt da nicht ran. Output 10%. Was aber keinen Sinn ergibt, weil es gibt ja keinen Output. Der sollte eigentlich nicht laufen, der Kollege. Dynamo. Das ist eine Verschwendung, ne? Ja, müssen wir den von Hand kontrollieren, macht ja nichts. So. Auf jeden Fall werde ich so jetzt auch mal wieder mein Zeug los. Und der kriegt nachher später noch, wenn wir es wirklich brauchen sollten, bekommt er auch später dann seine Upgrades und so weiter. Und wir können schon mal ganz kurz mit dem Strom rausziehen hier. Diesen Platz habe ich hier drin wieder. So. Vielen Dank. Und dann los. Dann macht er jetzt mal ein bisschen Strom. Habe ich noch den... Was habe ich noch an Augment Star hier? Gar keiner. Kann ich Lumion-Platten schon mal herstellen? Kann ich Lumion machen? Kann ich Blasten aus Lumion Blend? Das bringt nichts. Lumion können wir schmelzen direkt. Okay. Ich brauche... sechs Lumion-Platten. Das heißt, ein Bucket Energized Glowstone sind vier, okay. Also, sechs Ingots Silber. Scheiße. Ein Silber ist ein Nugget. Okay, also 9. Oh boy. Es geht los. 9 mal 6. 56 Coins. Zack. Ich musste schon mal hochtauschen in Gold. Weil ich nicht genug hatte. Oder weil ich zu viel hatte. So, 56 Coins sind 9 Barren. Sind 9 Ingots. Nee, Quatsch. 6 Ingots. 6 Ingots. Dann brauchen wir Gold, war das, ne? Und ich glaube, ich bin gerade schon wieder voll am Abgelenkt, ne? Ne, Kupfer, okay. 7 Kupfer und Glowstone, okay. Warte mal, da ist gerade noch die... Die brauchen wir auch gleich noch. Die harten Component. Die habe ich gesucht. Dann haben wir gleich ein bisschen mehr Power. Anyway. Copper. Wir wollen Copper haben. 9, wir brauchen 6 Barren Copper. Das heißt, 6 von den Jungs. Genau, 6 von den Jungs durchquaschern, schmelzen und dann 6 von 4, 24 Glowstone. Ich habe hier genug Glowstone da. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ja, okay, reicht. Das reicht locker aus. So. Okay. Wir sind soweit und können jetzt anfangen, den Glowstone zu machen. Du kannst wieder aus. Erstmal. Ja. Habe ich schon den Schraubenzieher schon? Habe ich noch nicht, ne? Oder doch? Doch, hatte ich schon gemacht, ne? Ja, da. Du machst doch mal das Kupfer gerade. Das geht ja jetzt super fix hier. Das ist ja, das, wie gesagt, das ist jetzt unglaublich schnell, ist das. Und wir können ja schon mal ganz kurz den ausschalten und das Schmelzen beginnen. So. Okay, da haben wir das. Das mit hinterher. Da kommt das Silber, das Kupfer und der... Wo ist mein Glowstone? Hallo? Ich habe zwei Nuggets... Okay, zwei Nuggets zu viel. Wo ist mein Glowstone? Vierundzwanzig.
einfach verpufft oder was ist da passiert? Der schmilzt gar nicht. Warum? Okay, wait, what? Okay, das ist vielleicht jetzt ein Problem. Scheiße. Das muss im Krusel passieren und der geht nur mit der Infomaschine. Und da sind wir noch lange nicht. Okay. Okay, scheiße. Gut, dann will das mit dem Lumium nichts. Okay, schade. Kann man es kaufen? Shipments. Ne, nur die Rohmaterialien. Inver könnte man kaufen, aber kein Lumium. Ich. Teile. Very, very schade. Mist. Irgendwas Sinnvolles dabei, ne? Ne. Nee. Okay, scheiße. Gut. Okay, also fällt das schon mal flach gerade mit den Upgrades. Ja, dann bleibt es bei dem normalen Upgrade und fertig. Das geht ja dann auch. So, der macht jetzt in Ruhe hier den Strom fertig und dann passt das. Ja, das ist okay. Das ist okay. Kommen wir jetzt wieder zurück zur eigentlichen Aufgabe, was wir ja vorhatten. Die Bronzemaschine. Die müssen wir jetzt herstellen können. Da ist sie. Und die können wir jetzt umwandeln. Ich glaube, im Sägewerk, ne? Ja. Im Sägewerk wird die umgewandelt zum anderen Gerät. So, Rotation Speed Controller und dann das große Zahnrad. Ups. Einmal abgeben und dann haben wir das schon mal. Okay, dann ist auch wieder alles so, wie es sein sollte. Und dann kümmern wir uns mal um den weiteren Umzug kümmern. Also den dorthin. Den da drauf. Und da ist schon, ja, da ist schon mal das Ende mit den Kelp. Ich meine, ich habe jetzt noch ein bisschen Kelp auf Tasche. So ist es ja nicht. Wie sieht es hier aus? Die Strainer leer? Nö, die arbeiten noch, okay. Ich könnte jetzt hier ein bisschen Kelp rein, aber ganz ehrlich, pass drauf. Mach mal, wie viel Leben habe ich jetzt eigentlich schon? Entschuldigung. 25, okay. Wir drehen einfach mal runter und fertig. Auf 16 oder so, das müsste ja, das reicht ja für dich aus. So, 16. Ne, das sieht gut aus. Das sieht völlig ausreichend aus. Okay. Du klappst das wieder, ne? Und das ging ja sowieso. Oh Gott, schon wieder so voll. Jesus. Ja, das kann mal weg. Das kann oben rein, so gut es eben geht. Wie viel Platz ist da drin? Okay, da passt noch ein bisschen was. Aber eben nicht alles, okay. So. Okay. Dann umdrehen den Spaß und... Ey. Die Kiste wieder runterleiten, dass da unten dann entsprechend mehr Zeug produziert werden kann. Hier sind wir gut. Ja, das ist alles gut. Das passt alles. Da wird noch ein bisschen gemischt. Wie sieht es mit den Algenbricks jetzt aus?
20. Oh. Wait. Und abschalten. So. Also auch das wieder geregelt. Cool, 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 cool. Ich habe noch ein bisschen Sugarcane angebaut, weil das wurde langsam knapp. Jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ich würde spontan sagen, vielleicht nochmal mit einer Rüstung. Verzauberung und Rüstung vielleicht nochmal. Das empfände ich jetzt schon mal als gute Idee. Ja, lass uns mal unten mal die Verzauberungsecke aufstellen. Und mal eine neue Dierrüstung anlegen. Ich habe jetzt noch kein Netherbed, aber das ist ja so nicht so wichtig. XPs habe ich mehr als genug. Das sind jetzt knapp 6000 hier. Dann würde ich sagen, packen wir die Verzauberecke hier hin. Komme ich aber da nicht mehr wirklich durch, ne? Das ist auch blöd. Ja, das ist ganz normal. Der Enchanted Golden Apfel. Das ist völlig normal alles. Ah, hier passt schon, ne? Hier passt schon. Komm. Enchanting Table. Und jetzt Bookshelves drumrum. Ganz normale Standard-Bookshelves. 18 Stück an der Zahl. Und das reicht. Perfekt. Okay. Hand Power 1. Der da oben zählt nicht. Okay. So, Enchant Power 10, 12, 14. Eins noch, danke. Okay. Und Enchant Power 18, genau. Also was ich da jetzt reinpacke, kann entsprechend dann verzaubert werden auf Stufe 18. Gut, die Sachen gehen nicht. Der würde zum Beispiel gehen, Holding. Dann hat er halt eben mehr Strom, was aber Blödsinn ist. Wir können hier übrigens noch nochmal so ein Reichweiten-Dings reinpacken. Das machen wir ein andermal. Heute nicht mehr, aber generell sollte man darauf aufpassen. Jetzt zur Rüstung. 24 Diamanten brauche ich ja pro Rüstung. Und ich habe ein bisschen was da. Also von daher passt das schon mal. Da ist der Helm und die Schuhe. So. Zack. Dann brauchen wir ein bisschen Lapis. Und da bin ich mal gespannt jetzt, was mich der Spaß jetzt kostet. Also, wir sind bei 5940 HP, XP. Ich habe jetzt Level 30 hier. Dann fangen wir an. Brustverzauberung. Dornen 1. Okay. Nicht so geil. Unbreaking 3 ist schon mal nett, nehmen wir mit. Featherfalling, Fire Protection, Unbreaking. Sehr gut, das ist ein guter Start. Noch ein Level dazu. Hat mich jetzt 3 Level gekostet. Und dann, was haben wir? Dorn 2. Dorn kann bis zu 3, wa? Ja, okay. Was hat der Helm? Feuer Protection, nicht unbedingt so sinnvoll. Unbreaking 3. Hier nehmen wir mal die Füße gerade mit, die Hose. Unbreaking Fire Protection. Okay, die wollen mich gut gegen Feuer geschützt sehen. So ist schon mal, das ist schon mal sicher. Nochmal 3 Level. So, Respiration, sehr schön.
Respiration war unter Wasser lange atmen, ne? Genau, perfekt. Und das ist Respiration 3. Also auch Max. Guter Start. Nehmen wir mit. Und nochmal Fire Protection. Okay. Und dann als letztes hätten wir Protection 3 nochmal. Auch das können wir uns gönnen. So. Muss ja nicht, wie gesagt, muss nicht perfekt sein, aber zumindest ist es schon mal ein guter Start. So. Nur Protection. Alles klar. Die Rüstung können wir jetzt anlegen und dann hat sich das. So. Dann sind wir schon mal ein gutes Stück weiter geschützt. Jetzt auch mit Feather Falling, Fire Protection und allen möglichen Blödsinn. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger durchhalten, als wir das gewöhnt sind. Die restlichen Level packen wir jetzt wieder weg. Ich bin mal gespannt, was mich das jetzt gekostet hat. 4720. Also, ja, das geht. 1 bis 30 sind 1500. Das war jetzt weniger XP als von 1 bis 30. Das sieht gut aus. Das ist definitiv machbar. Lässt sich eigentlich der Kollege ganz verzaubern hier? Ja, Unbreaking. Okay. Machen wir mit, oder? Wo wir schon mal dabei sind. Los, nochmal 30 Level. Und dann den da, Unbreaking und... Fortune 3. Oh, okay. Fortune ist ein bisschen sinnfrei, weil wir eh die Steine austauschen, aber okay, okay. Vielleicht hat es da irgendeinen besonderen Effekt. Keine Ahnung. Anyway. Das passt. So, jetzt die Level wieder wegpacken, ansonsten verlieren wir die noch wieder. Und damit, ja, haben wir auch den Spaß fertig. Sehr schön. Ich bin bestens gerüstet für weitere Schanddaten in der Zukunft. Ich habe ein vernünftiges Haus. Ich habe vernünftige Maschinen. Ich habe noch keine Decke, aber das ist okay. Der Start ist gut. Der Start soweit ist in Ordnung. Und jetzt mal gucken, wohin sie die Reise jetzt als nächstes führt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst... Blast Protection wäre vielleicht wichtig gewesen, weil ich mir häufiger da aufs Gesicht hauen lasse mit. Aber das passt schon. Wir könnten eventuell ein bisschen Quarz noch auf die Waffe schmieren vielleicht. Weiß ich nicht. Oh, hi. Aua. Ah, da macht sich die Fire Protection schon bewährt. Cool. Super. Okay, das haben wir. Also, nächste Folge dann. Kümmern wir uns ein bisschen mehr um den Spaß hier. Um den Umtausch. Ich könnte mir hier mal ganz kurz die Jungs einmal auffüllen. Und mal ein bisschen was von dem Zeug hier mitnehmen. Hier, noch ein bisschen mehr davon. Zack. Und dann mal ein bisschen was von dem Gummi wieder machen. Denn davon brauchen wir ein bisschen was. Um damit entsprechend Zeug zu tun. Dazu müssen wir nur hier den Stampfer durch einen Basseng ersetzen. Bassen. Das kostet ja nichts. Und dann vielleicht nochmal einen Tank machen oder Tank nehmen. Warte. So. Nach hinten raus bitte. Auto Output. Und dann gib ihm. Okay. So gut. So gut. Läuft. Okay, also. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich mache uns ein bisschen Kleinkram und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie üblich, wenn das Video gefallen hat, gerne mit subscriben. Ohne links, rechts und wie es liegt, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.